Willkommen, Thema dieses Videos und dieser Mindmap ist das Unternehmensleitbild und das wird eine Serie von Videos geben. Fangen wir zunächst mal an. Das Unternehmensleitbild hat zu tun mit der Mission des Unternehmens. Die Mission ist sozusagen der Ausgangspunkt für das Unternehmensleitbild. In dem Wort steckt Leiten drin. Was also leitet das Unternehmen? Und das ist genau die Mission oder etwas vornehmer formuliert. Warum sind wir hier? Oder man könnte auch sagen, warum gibt es dieses Unternehmen? Was ist der Sinn und Zweck dieses Unternehmens? Und das leitet daraus, aus der Antwort auf diese Frage oder diese Fragen, leitet man dann ab ein Mission Statement. Das ist also die Überschrift für die Antwort auf die Frage, warum ist das Unternehmen hier? Und da steht da nicht, um möglichst viel Geld zu verdienen, sondern dieses Mission Statement ist formuliert, wenn das Unternehmen größer ist, als gesellschaftliche Aufgabe. Ja, zum Beispiel Kommunikation herstellen zwischen Menschen. Ja, das haben so oder so ähnlich argumentieren dann oft Telekommunikationsanbieter. Ob sie das dann wirklich so tun, ist wieder eine zweite Frage. Hier ist auch manchmal Heuchelei im Spiel. Aber was ich sagen will an dieser Stelle ist, das Mission Statement ist nicht eine egoistische Antwort. Warum sind wir hier? Warum haben wir dieses Unternehmen gegründet? Ja, weil wir möglichst viel Geld verdienen wollten und gesehen haben, dass wir als unselbstständig Beschäftigte das nicht hinkriegen. Also haben wir uns selbstständig gemacht. Das steht da nicht im Mission Statement, sondern das Mission Statement ist kundenbezogen oder sagen wir besser zielgruppenbezogen. Sie wissen schon aus meinen Mindmaps zum Thema Marketing und meinen Videos, dass wir besser von Zielgruppe reden als von Kunde. Ja, zielgruppenbezogen. Das Mission Statement ist zielgruppenbezogen. Also gleich Nutzen für die Zielgruppe. Ja, unsere Aufgabe ist die Versorgung der Bevölkerung mit Gemüse. Ja? Oder die Versorgung der Bevölkerung aus Dorf X mit Gemüse. Ja, das wäre ein Mission Statement. Ja, ganz klein, ganz bescheiden und alles nicht in großen Volumina, aber das ist das Mission Statement. Es hat zu tun mit der Zielgruppe und dem Nutzen für die Zielgruppe. Im Zusammenhang von Mission spricht man auch noch von Vision. Vision, während die Mission immer zu tun hat mit der Zielgruppe, mit den anderen, für die man da ist. Warum sind wir hier? Könnte man auch sagen, für wen und für was? Ja, für wen und für was? Um es nochmal ganz deutlich zu machen, ja, dass es sich hier nicht um ein Ego-Statement handelt. Bei der Vision ist das ein bisschen anderes. Ja, die Vision ist ich-bezogen, denn die Vision ist nichts anderes als das langfristige und durchaus auch ehrgeizige Ziel. Das ist die Vision. Und zwar als Antwort auf die Frage, wo wollen wir in x Jahren stehen? Das ist die Vision. Wo wollen wir oder wer wollen wir in x Jahren sein? Ja, wir wollen sein die zentrale Anlaufstelle oder der Marktführer für, das ist Vision. Ja? Mission ist altruistisch bezogen auf die anderen. Und Vision ist egoistisch bezogen auf uns selber. Und wenn man seine Mission gut erfüllt, dann kann es sein, dass man seine Vision auch erreicht. Denn letztlich ist Unternehmenserfolg, wenn wir mal diese ganzen Machenschaften und diese ganzen Manipulationen weglassen, eine Frage immer, ob man optimal aus Sicht der Zielgruppe für diese Zielgruppe da ist. Und wenn das funktioniert, dann kann man seine Vision auch erreichen. So, das Unternehmensleitbild drückt sich aber nicht nur aus in einem Mission Statement, sondern es gibt viele weitere andere Erkennungsmerkmale
Merkmale des Unternehmensleitbildes. Das Mission Statement ist nur die schriftliche Ausformulierung. Ja, aber darüber hinaus gibt es viele andere Dinge, die das Unternehmensleitbild wirklich zeigen. Und da kann es zu Abweichungen kommen. Es kommt oft zu Abweichungen. Sagen wir es ruhig so. Es kommt oft zu Abweichungen. Ja, im Mission Statement steht dann, also irgendwie, da hat man hehre, ehrgeizige, ethische Missionen. Ja, das ist alles immer furchtbar ethisch, was da steht. Und wenn man dann schaut, was ist im Unternehmen wirklich los und schaut auf die Erkennungsmerkmale, die ich sofort hier jetzt zeigen werde, dann kann man oft feststellen, dass es hier Abweichungen gibt. Also, was sind die Erkennungsmerkmale? Da sind einmal Normen im Unternehmen. Dann sind da Rituale. Dann sind da Symbole. Ja, Symbole zum Beispiel die Marke, die Bildmarke, die das Unternehmen verwendet. Es lohnt sich, sich das mal genauer anzuschauen und zu gucken, was sich hinter vielen Marken wirklich verbirgt. Schauen Sie mal auf Alfa Romeo zum Beispiel. Schauen Sie sich das mal genau an. Ja, also ich meine jetzt die Automarke. Schauen Sie mal genau an, was die da im Logo haben, was an jedem Auto klebt. Oder schauen Sie mal auf Vodafone. Und wenn man so ein bisschen etwas weiß über schwarzmagische Symbolik, dann kann man hier einige Erkenntnisse gewinnen. Ja, das sind dann Erkennungsmerkmale. Und da stellt man dann oft einen Widerspruch fest zum Mission Statement. So, was noch? Erkennungsmerkmale, da haben wir noch die Kommunikation. Wie wird kommuniziert? Und zwar kommuniziert, Kommunikation ist einmal intern. Das heißt, wie kommunizieren Chefs mit Untergebenen? Wie kommunizieren Kollegen untereinander? Und wie kommuniziert man mit dem Kunden? Und zwar Kommunikation ist hier sehr weit gefasst, sehr weit gefasst. Das ist nicht nur das gesprochene Wort, das ist das geschriebene Wort, das ist auch die Kommunikation über die Website, das ist die Kommunikation über Support-Anfragen, all das ist Kommunikation. Und all das kann etwas zeigen über das wahre Unternehmensleitbild. Ja? Was sind Normen? Ich will das hier noch ein bisschen weiter, nein, eins will ich noch vorher aufnehmen, ehe ich darauf im Detail eingehe, der Führungsstil. Führungsstil ist ein wesentliches Erkennungsmerkmal und auch gleichzeitig eine Ausdrucksform. Vielleicht ist der Begriff Ausdrucksform besser. Ausdrucksform des Unternehmensleitbildes. Ausdrucksformen muss ich hier schreiben. Vielleicht das bessere Wort. Also Normen. Es gibt in Unternehmen explizit formulierte Normen, zum Beispiel wann die Pausen sind oder sowas. Und es gibt unausgesprochene Normen und Regeln. Normen sind ja auch Regeln. Ne? Normen, Schrägstrich, Regeln müsste man hier vielleicht auch noch treffender schreiben. Normen, Schrägstrich, Regeln. Und manche Regeln sind kommuniziert, die stehen dann auch vielleicht irgendwo, ja, hier Rauchverbot und sowas, aber es gibt eben auch unausgesprochene Normen und Regeln. Ja, zum Beispiel, was Arbeitsmoral und Arbeitsethik angeht, wann der morgige Arbeitsbeginn ist und dass man gegen eine Norm oder gegen eine Regel oder gar gegen ein Ritual verstößt, wenn man zu spät kommt morgens. Ja, oder wenn man am Tag nach der Betriebsfeier, wo sie alle ein bisschen zu tief ins Glas geguckt haben, sich krank meldet. Dann verstößt man oft gegen eine unausgesprochene Norm. Was sind Rituale? Rituale zeichnen sich aus durch Wiederholungen. Und viele Leute denken, dass wir in unserer sehr logisch und rational orientierten Gesellschaft keine Rituale haben, ja, von wegen. Ja, Rituale erkennen sie immer daran, dass das immer wieder passiert. Man nennt das dann nicht Ritual, aber es ist etwas, was sich immer wieder wiederholt. Und gegen solche Rituale verstößt man dann am besten auch nicht, sondern man muss die Rituale erkennen. Und dann sieht man aber auch,
was sie tatsächlich über das Unternehmensleitbild aussagen. Symbole habe ich schon gesagt. Schauen Sie sich mal verschiedene Bildmarken an. Da werden Sie einige Überraschungen erleben. Kommunikation ist, wie gesagt, sehr, sehr umfassend hier und meint natürlich auch die Kommunikation über Werbung. Das ist die Kommunikation mit Kunden oder Interessenten. Wie wird da kommuniziert? Das ist externe Kommunikation und so weiter und so weiter. Und eben der Führungsstil sagt eine Menge aus. Sie wissen, es gibt den autoritären, es gibt den laissez-faire, es gibt den kooperativen und so weiter. Aber hier ist ein bisschen mehr gemeint. Hier ist Führungsstil gemeint auch Führung als Vorbild. Wie der Herr, so es geschehe. Der Fisch stinkt vom Kopf zuerst. Ich habe gerade einen praktischen Fall, wo eine Mitarbeiterin auf einer unteren Hierarchieebene sich extrem unethisch verhalten hat und die Geschäftsführung sich praktisch hinter diese Mitarbeiterin oder neben oder vor sie, wie auch immer, gestellt hat und damit gezeigt hat, damit offenbart hat, dass die Moral und die Ethik in diesem Unternehmen völlig verrottet ist. Ja, Führung als Vorbild, als Chef, wenn man von seinen Mitarbeitern harte Arbeit fordert, dann arbeitet man selber noch härter. Ja, und es macht einen Unterschied, wenn man weiß, der Chef fängt schon um 6 Uhr morgens an und erwartet von den Mitarbeitern, dass sie um 7 Uhr anfangen, aber er ist schon um 6 Uhr da, als dass er von der Yacht telefoniert, die irgendwo in der Karibik gerade mal vor Anker liegt und da seine Anweisungen gibt. Ja, das hat alles mit Führungsstil und Führung als Vorbild zu tun. Ein letzter Punkt noch für diese Mindmap, für dieses Video, ja, andere Folgen, ist der Sinn. Warum macht man das? Warum macht man ein Mission Statement und so weiter? Es gab mal eine Zeit, da war Arbeit rein konzentriert auf Geld verdienen. Ja, und man bekam sein bestimmtes Gehalt und dann konnte man sagen, oh, damit kommen wir klar und so weiter und können noch ein bisschen sparen und schön Urlaub machen und so weiter. Heute wollen Mitarbeiter auch eine sinnvolle Tätigkeit bei einem Unternehmen, mit dem sie sich identifizieren können. Und deswegen hat das Unternehmensleitbild auch zu tun mit Motivation. Es hat zu tun mit Identifikation der Mitarbeiter, vor allem mit dem Unternehmen, aber auch der Führungskräfte. Und es hat zu tun mit positivem Image, also positives Image. Und noch einmal, hier ist viel Heuchelei im Spiel. Ja, und wenn man hier auf die Ausdrucksformen schaut, dann kann man erkennen, dass es hier oft Abweichungen gibt zum Mission Statement. Und dann gibt es dann noch weiter im Rahmen von Mission Statement gibt es dann Unternehmensleitlinien, ja, die dann meistens daraus abgeleitet werden. Ja, und dann kann man eben manchmal frappante Unterschiede feststellen zwischen dem, was man sagt. Ja, Mission Statement, Unternehmensleitlinien ist, was man sagt. Und hier diese Ausdrucksformen ist nicht nur, aber vor allem, was man tut. Und letztlich kann man ein Unternehmen nur beurteilen durch das, was es tut und nicht das, was es sagt. Ja, genauso wie Politiker. Ja, Politiker sagen viele Dinge und tun oft, fast immer genau das Gegenteil von dem, was sie sagen. Und man kann sie nur beurteilen daran, was man tut. Und für Unternehmen gilt genau das Gleiche. Ja, also schaut, was das Unternehmen tut und nicht, was sie da so in schön geschnörkelten und geschraubten Worten in ihrem Mission Statement und ihren Unternehmensleitlinien von sich geben. Alles Gute, Marius Ebert. Möchten Sie die Mindmap aus diesem Video gratis bekommen, dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video.